Euer Filmpodcast, das Filmcafé, ist vertreten auf YouTube, Spotify, Apple und Google Podcast. Folgt uns auch gerne bei Twitter, Facebook oder Letterboxd, um nichts zu verpassen. Viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück im Filmcafé. Ich bin Max und ich bin heute hier wieder mit Björn Schwarze. Grüßt euch! Und Björn kennt ihr wahrscheinlich schon. Und heute geht es nämlich um Saw 2. Wir haben uns ja überlegt, die komplette Reihe zu besprechen. Und ja, deswegen geht es jetzt ganz normal routiniert weiter mit Saw 2. Und Saw 2 ist Regie geführt von Daryl Lynn Bozeman. Der hat auch später noch ein paar, war noch groß beteiligt an der Filmreihe. Dann ist der Film von 2005, das ist ein Jahr später als Saw 1, der war 2004, hat auf IMDb eine 6,6, auf Letterboxd eine 3,0, auf Rotten Tomatoes eine, hat er 37% und im Audience Score hat er 59%. Und der Film ist mit Donnie Wahlberg, das ist der Bruder von Mark Wahlberg. Und ja, und der Sänger von New Kids on the Block. Ja, das habe ich gerade durch dich erfahren. Und der ist bekannt noch sonst aus Dead Silence von James Wan, der den ersten Teil gemacht hat. Und aus The Sixth Sense von M. Night Shyamalan. Und natürlich spielt auch wieder erwähnenswert ist Torben Bell. Der spielt natürlich in jedem Film mit, weil das ist der Jigsaw-Killer. Und sonst ist der Cast relativ unbekannt in diesem Film. Bis auf Beverly Mitchell, die ja noch eine große Rolle in Eine himmlische Familie hatte. Kurz zu erwähnen, die kennen auch ganz viele Leute. Okay, alles klar. Genau. Gut, dann würde ich nochmal dich fragen, wie fandst du den Anfang dieses Films, des zweiten Teils? Nicht so gut wie der erste Teil, muss ich sagen. Der geht ja direkt los mit dieser, wie nennt man das Ding, so eine Todesmaske. Damit geht's ja los, dass einer direkt die erste Szene direkt eine Maske so auf hat, die sich nachher zusammenklappt. Und damit geht's eigentlich direkt los. Wir hatten diesmal gar keinen. Bei den ersten Teil hatten wir sofort etwas so ein Kammerspiel und diesmal haben wir direkt so eine Splatter-Szene. Damit fängt der zweite Teil an. Ja, ich finde das muss man auch sagen, ab diesem Film hier, das ist ja das erste Sequel. Die Saw-Filme haben immer mit einer Falle angefangen danach, soweit ich mich erinnere. Das war immer, das ist so dann so Markenzeichen dieses Franchises geworden. Ja, wir haben den Michael, der hat diese Maske auf, wie du sagst, die ähnlich ist wie die Bärenfalle im ersten Film. Aber die Maske, die er auf hat, das funktioniert so ein bisschen wie so eine eiserne Jungfrau. Also eine eiserne Jungfrau ist ja so ein Kasten, wo man, wo aber in so Stacheln drin sind, die einen dann töten. Und er hat das für den Kopf. Das Einzige, was er machen kann, um das von dieser Apparatur von seinem Kopf zu bekommen, ist einen Schlüssel, den Schlüssel zu finden. Und der Schlüssel sagt auch Jigsaw gleich der sagt ihm ja, hier, ich gebe dir jetzt mal einen Tipp, wo der Schlüssel ist. Und dann zeigt er, dass er ihm in seinem Auge versteckt ist. Da hat man auch gleich am Anfang so eine Szene. Wir haben gleich einen POV-Shot, dann guckt er da rechts in den Spiegel rein und sieht man gleich, dass er da so ein blutiges Auge hat. Ja, genau. Und diese Szene ist auch, finde ich, ziemlich, ziemlich eklig gemacht, weil alles mit, was so immer ist in Filmen, was so das Gesicht oder auch vor allem das Auge angeht, ist für den Zuschauer immer ziemlich unangenehm, weil du ja auch, du guckst dann mit den Augen den Film und dann, wenn da sich jemand am Auge rumpult und so, das hat damals schon Luis Buñuel in Ein andalusischer Hund gemacht, das ist ja so der erste Film, der es gezeigt hat. Das ist schon unangenehm. Wenn er wieder wieder mit dem Skalpell da sein Auge versucht reinzustechen und man sollte aber nichts essen, sagen wir mal so. Sollte man nicht bei Saw generell, finde ich, ja. Eigentlich nicht. Ja, er schafft es leider nicht, dieser Typ. Und leider nicht. Das ist das Intro dieses Films und danach werden wir eingeführt in den Detective Matthews, halt gespielt von Donnie Wahlberg, der halt auch die Hauptrolle spielt. Es geht um seine Geschichte in diesem Film. Es geht um ihn und ja, und zu seiner Beziehung zu seinem Sohn. Er hat kein gutes Verhältnis zu seinem Sohn. Sie streiten sich und
Das zeigen sie auch ganz am Anfang. Und dann wird er zu diesem Tatort gebracht mit seiner Kollegin Amanda Young, gespielt von Sean Wayne Smith. Die spielt übrigens bei Starship Troopers mit. Dort liegt ja der Michael tot mit dieser Todesmaske dort auf dem Boden. Und er wurde ja damals bestraft, weil er für die Polizei immer Namen verraten hat. Deswegen wurde er bestraft. Und dort steht an der Wand noch eine Nachricht an den Donnie Wahlberg, Eric Matthews, dass er wohl als nächstes dran ist. So nach dem Motto. Und das ist so die Einleitung von diesem Film. Ja, und er sagt halt auch zu seiner Kollegin so, ja, mir haben schon viele Psychopathen irgendwie wollten, dass ich da aufkreuze, da mich um die kümmere und so. Aber dann haben wir so eine Szene, wo er so Albträume bekommt und dann denkt er sich, oh, nee, ich muss jetzt doch das machen. Ja. ja, und dann haben wir halt, dann läuft das alles darauf hinaus, dass der Detective Matthews in diesem Film in dieses Lagerhaus, da wo Jigsaw halt ist, Also reingeht. die gehen da rein mit so einem SWAT-Team gehen die da Genau, rein. bis zum SWAT-Team. Und auch hier muss ich jetzt schon mal sagen, ich habe ja auch beim ersten Teil gesagt, finde ich dieses Setting, dieses Lagerhaus da mit den ganzen Fallen und so, finde ich ziemlich unangenehm. Da fühlt man sich nicht wohl. Auch hier, da wird dann die eine oder andere Falle gezeigt, so. Also so innerhalb dieser Einrichtung da, das fand ich schon. Da wird Ja, noch mal was ja. noch weiteres gezeigt da, dass sie da diese Treppe runterbrechen, da, was weiß ich noch. Ja, die Treppe, da wird den einen, ja, die Schienbeine gebrochen, also nach hinten die Füße weggebrochen. Und dann fliegt er ja nach unten und dann ist er so ein Zaun, da gibt's noch ein bisschen, ein paar Stromschläge noch dazu. Das ist schon auch wieder so eklig, so. Und ja, und dann rennen sie ja nach oben und dann steht, da sitzt der Mörder sitzt ja dann an diesem Schreibtisch und ja, die meinen jetzt, die haben den jetzt geschnappt. Aber es ist auch wieder ein Spiel, was die noch nicht wissen. Es ist mal wieder ein Spiel, genau. Natürlich. Und Genau. dieses Mal ist nämlich der Sohn von, mit dem er sich ja so, mit dem ist er ja im Streit auseinandergegangen. Der ist im Spiel. Und das sind insgesamt sind's 8 Leute. Genau. Das sehen die an so einem Monitor. Ja, genau. Und Die verfolgen das. dann der Detective Matthew sagt halt hier, das ist mein Sohn und so, lass den frei. Aber der Jigsaw, der möchte halt einfach nur, dass er sich mit ihm unterhält. Und ja. Ja, und er hat ja auch keine andere Wahl, irgendwas anderes zu machen. Und die dort drin sind was sind das, glaube ich, 8 Leute? Ja, Oder 8. sind das 8 oder 7? 8. 8 Leute. Es ist ja so, dass sie ein Gas einatmen dort, was nach 2 Stunden ja zum Tod führt. Und die haben halt diese 2 Stunden Zeit, aus diesem Haus rauszukommen. Es ist diesmal spielt das in einem Haus statt und mit Fallen natürlich drin. Und die müssen dort in diesem Haus ja dieses Gegenmittel finden, weil in 3 Stunden öffnet sich die Tür nach draußen hin und wer natürlich das Gegengift hat, überlebt und wer kein Gegengift hat, stirbt nach 2 Stunden. Das ist das Spiel im Großen und Ganzen. Korrekt. Ja. Jetzt hat natürlich, auch wie im ersten Teil, das ist so ähnlich. Im ersten Teil hatten wir Dr. Gordon, der halt auch damit quasi erpresst wird: Jo, hier, ich habe deine Familie. Und hier ist es auch so, da hat er halt seinen Sohn. Und das ist halt die Motivation. Und die Motivation von Dr. Matthews ist halt: Oh mein Gott, ich will meinen Sohn wieder haben. Auch ich habe Scheiße gebaut, so. Möchte das wieder gut machen und das ist halt sein Kind. Das genau. Und es ist genauso wie mein ersten Teil. Alle, die dort sind, haben auch alle was miteinander zu tun. Nur man weiß noch nicht was. Und das ist wieder so spannend. Ja, genau. Weil jeder weiß, ich war im Knast, ich war im Knast, ich war im Knast. Alle waren sie im Knast. Nur natürlich, der kleine Junge war nicht im Knast. Und wie hängt das alles zusammen? Und das ist auch wieder spannend gemacht. Ja, würde ich ja auch sagen, dass das so der Spannungsaufbau des Films ist. Ja, wie findest du denn so das Spiel in diesem Film?
Es ist, also ich muss mal kurz sagen, ich finde, bei diesem Film hier merkt man deutlich, dass es so ein typisches Sequel ist. Du hast mehr Figuren, du hast mehr Fallen, es ist alles so ein bisschen, es geht auch, der Film ist auch flotter, so vom Pacing, alles so ein bisschen immer ein drauf. Der ist nicht so ausgeklügelt wie der erste Teil, sag ich mal so. Also der ist, ja, wie du schon sagtest, es ist ein zweiter Teil und man merkt es an, es muss heftiger werden, die Todesszenen müssen brutaler werden und das nimmt sich der Film ganz schön weit raus. Also es geht um diesen Film eigentlich fast nur noch um die Spiele, die sie machen müssen und um die Tode, um die Kills, so nenne ich es einfach mal. Darum geht es eigentlich in diesem Film. Also das ist so der Hauptpunkt, was dort eigentlich gezeigt wird, diese Geschichte mit den, wo der Eric Matthews mit Jigsaw dort redet, das wird gar nicht so viel gezeigt, finde ich. Es wird schon viel gezeigt, was sie dort im Haus machen. Das ist richtig, ja. Ich finde aber, die Szenen zwischen Detective Matthews und Jigsaw sind durchaus gut. Die sind gut, ja. Tobi Bell ist fantastischer Schauspieler. Es Fantastisch. ist, ja. Und da bekommen wir auch bezüglich, im Laufe dieses Gesprächs da an dem Tisch, bekommen wir auch so ein bisschen noch Hintergrundinformationen zu Jigsaw. Also das wird da ein bisschen weitergeführt, das können wir ja später aber nochmal sagen. Können wir auch jetzt eben sagen. Das Spiel. Ich finde, die Fallen sind, wie du sagst, deutlich härter. Aber ich hatte beim Gucken das Gefühl, dass viele der Figuren, also es sind wirklich viele, muss man sagen, es sind acht, viele stehen nur rum und machen nichts. Genau. Das hat mich ein Also, bisschen gestört. ja. Allein schon der erste, es war eigentlich schon von vornherein klar, wer überlebt und wer nicht. Also der erste, der da durchs, die haben, wie doof kann man denn sein? Da wird gesagt, ihr habt die Schlüssel, geht aber nicht zur Tür hin und schließt die Tür auf. Was macht der erste? Schließt die Tür auf, guckst durch so ein Guckloch und dann wird er erschossen. Bumm. Ich denke Ja. mir, ja, wie doof kann man denn sein? Und die andere sagt noch, nein, das dürft ihr nicht. Ja, dann macht es trotzdem, bumm, weg. Ja. Die einzige, also wie gesagt, wir haben den Sohn, aber wir haben auch eine wirklich, die interessanteste Figur in dieser ganzen Konstellation ist die Amanda, die halt, die ja im ersten Teil die Falle mit der Bär, also die Bärenfalle überlebt hat. Die ist so die interessanteste Figur in dieser Gesamtkonstellation. Und sie sagt auch den anderen, ja. Ich war schon mal in dem Spiel und ich habe das überlebt. Deswegen ist sie für die anderen auch, ne, die durchaus interessanteste Figur und sie ist auch so ein bisschen der Leitfaden durch das Spiel. Genau. Das fand ich Ja, gut. die war ja im ersten Teil, wurde ja ihre Geschichte auch schon erzählt. Die hat ja im ersten Teil ja mitgespielt und da war ja diese, die überlebt hat. Die war das ja. Ja, richtig. Genau. Genau. Und der ja weiß ja auch viel, dass man die Spielregeln befolgen muss. Genau. Ja, nichtsdestotrotz, ja, dann gehen die Spiele ja weiter. Die Tür öffnet sich irgendwann und dann rennen sie raus. Eigentlich wurde den Leuten ja eigentlich gesagt, ihr habt im Hinterkopf Zahlen und die müsst ihr eingeben in diesen Safe und da drin ist schon mal Ja, richtig. das erste Gegengift. Das wäre das erste, was ich gemacht hätte, versuchen erstmal den Safe zu öffnen. Das wäre das erste, was ich machen würde und nicht versuchen irgendwie dadurch, weiß ich nicht, wir sind ja erstmal da die erste Viertelstunde alleine da drin und kommen da nicht raus aus dem Raum. Die kommen erst später raus. Da wäre ich ja, verstehe ich nicht. Ja, das stimmt. Ich finde auch, dass das ist auch das Problem bei diesem einen Typen in der Gruppe, der so, der Muskeltyp. Ja, Der genau. ist so ein Arschloch und der denkt halt irgendwie so nur an sich. Was auch später bei einer der wohl am ehesten nennenswerten Falle in diesem Film nochmal klar wird. Was der da abzieht. Ja. Ja, genau. Aber ich habe immer so das Gefühl, die laufen dort in diesem Haus auch irgendwie so nicht als Team rum. Ich finde, die laufen da immer die ganze Zeit rum und dann findet einer mal wieder ein Kreuz und ein X oder da öffnet sich wieder eine Tür. Aber die sind irgendwie, die vegetieren irgendwie in diesem Haus rumherum die ganze Zeit. Also irgendwie, ja, nicht als Team, sondern irgendwie einer steht da, einer steht hier, irgendwie gar kein Konzept drin. Ja, und So hatte ich's. es gibt halt, wie gesagt, Leute, die einfach nur, die sind einfach nur da. Zwei von den Mädels sind locker einfach nur da, weil die da sind. Die machen nicht wirklich Genau. was, fügen nicht wirklich was hinzu. Es gibt Nee. einen Typen, der hat die deutsche Synchronstimme von Gary Oldman, der hat so eine Glatze. Ah, Obi. Der Typ, ja genau so Ja. ist er, Ui, der hat ja. die ganze Zeit nichts gemacht, der hat nur durch die Gegend geguckt.
Und dann sind sie irgendwann in einem Raum mit so Oh, einem die Szene fand Ofen. ich gut. Mit so einem Die Szene Ofen. fand ich gut. Und dann wird Jigsaw eingespielt und der sagt, ja, Obi, der hat geholfen, die anderen zu entführen. Dann dachten sich alle schon so, Alter, was ist das denn für einer? Und in dem, das zwei von dem Gegengift sind wohl in dem Ofen drin und der Obi, der geht da rein. Und ja, ich finde Genau. auch, das ist eine coole Szene. Ich finde, das ist so das Schlimmste, was so passieren kann, so an wenn man stirbt. Entweder ertrinkt man oder man verbrennt lebendig oder wird lebendig begraben oder was weiß ich oder erstickt. Das sind so die schlimmsten Tode. Und wenn einer da lebendig verbrannt wird, finde ich schon, boah, krass. Ja, das ist genau der Inhalt dieser Szene. Es sind zwei Spritzen, die da hängen, also zwei Gegengifte, nicht Spritzen, Gegengift. Und er ist natürlich gierig und nimmt beide. Und nimmt erstmal das eine und dann das andere und beim zweiten, da klappt dann die Tür zu vom Ofen. Das ist ziemlich intensiv inszeniert. Und dann, ja, dann verbrennt er leider im Ofen. Und dann haben sie Genau. natürlich gar kein Gegengift. Ja, alles, weil das andere drin verbrannt ist mit. Ja. Ist schon, ja. Aber auch irgendwie dumm von dem Mann. Aber gut, deswegen sind sie ja auch dort gefangen, weil sie ja alle was gemacht haben und die sollen ja auch raus lernen. Und wenn sie es nicht machen, dann sterben sie halt, wenn sie nicht lernen wollen. Wenn man zu gierig ist zum Beispiel, oder. Was empfandst du denn? Was war der interessantere Handlungsstrang? Das mit Matthews und Jigsaw oder das Spiel? Was fandst du spannender oder interessanter? Oh, schwer zu sagen. Also als Unterhaltungswert fand ich das im Haus unterhaltsamer, aber natürlich hat unterhaltsamer, aber natürlich ist die Geschichte zwischen, also wo die beiden da am Quatschen sind, der Schicksal und Erik, ja, mit ihrem Sohn, es kam irgendwie nicht voran. Die Gespräche. Er sagte was, der andere sagte, ich höre dir nicht zu, der andere sagte, ich erzähle dir davon was, der andere sagte, das interessiert mich nicht. Es kam irgendwie, weißt du, es kam nicht voran. Es kam einfach nicht voran, die Geschichte. Also der erzählte über sein Krebsleiden. Ich glaube, jetzt wären wir, glaube ich, da ungefähr, wo man gleich die Geschichte von Sixer einmal kurz erzählen kann, aber. Ja, aber das bekommen wir auch am Ende des ersten Teils ja schon mit, dass er Krebs hat und Ja. dass er auch so ein bisschen der Grund ist. Aber hier bekommen wir das noch ein bisschen besser beleuchtet. Da haben wir dann die Szene, wo Jigsaw hat dann natürlich erfahren, dass er Krebs hat und hat versucht, sich umzubringen mit Genau. so einem Autounfall. Hat das aber überlebt. Und dann hat er gesagt, ja, in dem Moment, da habe ich das Leben schätzen gelernt. Man sollte doch die Zeit, ne? Und Genießen. Und das ist ein genießen und Geschenk, so. das Geschenk. Leben ist ein Geschenk, genau. Und jeder, der das nicht zu würdigen weiß, hat das Recht zu leben, verspielt. So ist sein Ansatz. Ja, und der Jigsaw, wie er auch immer redet, so sehr philosophisch, ne? Ja, genau. Er wirkt aber sehr intelligent. Ja, das ist, ja, wer solche Spiele vorbereitet, der ist intelligent, sehr intelligent. Ja, und das führt ja die ganze Zeit, das ist ja so ein Hin- und Herspiel. Und das geht ja die ganze Zeit und das geht ja genauso lange, wie es da in diesem Haus eigentlich auch bis nur noch drei Leben ungefähr, so lange geht die Unterhaltung. Sagen wir mal so. Also das ist immer so ein Hin und Her. Mal sieht man, wie die da reden und dann ist ja wieder der Rest wieder ein Haus. Ja, das stimmt. Im Haus. Was ist denn so dein Highlight im Haus? Mein Highlight, auf jeden Fall das mit dem Verbrennen, mit dem Ofen, fand ich ziemlich krass. Aber natürlich kommen wir jetzt, glaube ich, zu der Szene, die du gerade angesprochen hast. Dort ist ein Loch natürlich im Boden, wo ganz viele Spritzen drin liegen und dort liegt ein Schlüssel drin und den muss man da raussuchen. Ja, und da gibt's ja, wie du gerade sagtest, da gibt's ja diesen stabilen Ex-Knacki da, der nur an sich denkt, sehr egoistisch ist und schmeißt Der ist dann stabil, ja. ja, der ist stabil, ja. Man schmeißt dann einfach da die Amanda, der, doch, er ist ja doch Amanda, ich schmeißt die einfach Amanda da rein nach dem Motto, such ja den blöden Schlüssel. Und wehe, du beeilst dich nicht. Die haben, glaube ich, nur 3 Minuten Zeit dafür, den Schlüssel da rauszukriegen. Ich finde es Und so übel. ich finde das so übel, ja. Ja, also Und die Amanda, wir haben ja im ersten Teil erfahren, dass sie drogensüchtig ist und das sind ja Heroinspritzen oder sowas. Und da ja, wird sie da genau. einfach reingeworfen, Alter, das ist so fies. Und dann hat die Die ist überlebt ja da schon alles sitzen, ne? drogensüchtig gewesen. Ja. Oh.
und überall die Nadeln drin sitzen. Boah, Alter, das Fies, ist, ey. boah, fies. Und das Schlimme ist ja dann holt sie den Schlüssel ja da raus. Aber in der letzten Sekunde schafft er es nicht, den Schlüssel umzudrehen. Die Tür geht zu und dann ist der Typ sauer und die liegt da auf dem Boden total mit den Nadeln übersät und will noch auf die draufgehen, weil die nicht schnell genug war. Ja. Das fand ich so krass, so nach dem Motto, ey, was ist das für ein Arschloch? Mega. Ne? Ich muss sagen, guck mal, ich habe auch mal, ich habe viele von den Saw-Fallen damals schon mal gesehen. Also nur auf YouTube habe ich mir die Szenen angesehen. Das hat mich irgendwie fasziniert, dieses, ich stehe auch total auf dieses total, diese total brutalen Filme. Und das hat so, Saw hat das so ein bisschen angefangen bei mir. Wäre ich jetzt in der Situation, wäre ich, also angenommen, jetzt man hat 3 Minuten Zeit, ich weiß nicht mehr genau, wie viel Zeit sie hatten. Ich Ja, glaube, drei. ja, Ich meine drei. ich wäre vorsichtig reingegangen und hätte so mit dem Fuß so die Spritzen weggemacht, ne? Das Ja, hätte ich oder so. gemacht. Und es ist Ja, ja oder so ich. das Prinzip des Heu im Ja, Nadelhaufens. genau, hat er ja noch gesagt, genau. Ich hätte mir auch eventuell irgendwie so ein Pullover von anderen Leuten irgendwie noch oder eine Jacke ausgeliehen, die um meine Arme getan oder so. Weil die ist ja da Ja, reingeschmissen das ist worden auch mit T-Shirt. smart. Ja. Die ist ja mit T-Shirt da rein. Puff. Ah, die wurde reingeworfen. Ja, das haben sie dann halt nicht geschafft. Ja. Und dann ging es eigentlich damit weiter, dann haben die sich irgendwie alle getrennt so ein bisschen. Dann ist dieser komische Muskelprotz ja stinksauer abgehauen und ist wieder in diesen Raum reingegangen, wo das Safe drin ist. Und da liegt ja noch der erste Tote da, der erschossen wurde. Und da hat er hinten in seinem Nacken eine Zahl gesehen. Und das hat jeder eine Zahl hinten drauf. Und das sind ja nachher die Koordinaten für den Safe. Und ja, und dann kommt ja der Farbige rein. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Das ist auch nicht Ist wichtig. auch nicht wichtig. Und er kommt rein und dann gibt's ein Gemängel und ja, und der Stabile, ich nenne jetzt einfach mal nur den Stabilen, der nimmt da so einen Baseballschläger mit so einem Dings dran, so mit Nägel dran und haut ihn dann ordentlich erstmal einen über die Mütze und dann steckt der Baseballschläger bei denen im Kopf und fällt hin und er will ja nur die Nummer haben. Jetzt ist er auf dem Weg, von allen Ja. Leuten da die Zahlen zu bekommen, ne? Das soll ja auch eine Review werden, keine Zusammenfassung. Ja. Der Film, ich finde, bis zu dem Punkt, wo es dann zu dem Kampf kam und zum, das mit den, mit dem, er sagt ja hier in den Farben des Regenbogens, die Zahlen im Nacken, Genau. also auf Haut, bis dahin ist der Film ein bisschen lahm. Ja. Ich hatte keine wirklichen Berührungspunkte zu den Figuren, die haben mich alle nicht so interessiert, außer Amanda Und der Sohn. und ja, die sind alle sehr austauschbar, finde ich. Aber ab dem Moment, wo das dann passiert, dann nimmt der Film auch an Fahrt auf, finde ich. Findest du Ja, auch? weil er dann ja Jagd auf die anderen macht, dann passiert mal ein bisschen mal was. Ja, ich finde auch gerade in der Szene mit den Spritzen, da hat das auch jetzt so, schon so ein bisschen angefangen, dass die, also wir hatten ja schon gesagt, dass die immer mit Schnitten und mit Kamera und so, dass die da immer visuell versucht haben, das Budget so ein bisschen zu kaschieren. Aber jetzt gerade auch bei den Saw-Sequels, jetzt bei dem und auch später noch, dieses gelb-grüne, dieser gelb-grüne Look, ich finde, das ist nicht geil. Das ist Ja. irgendwie ein bisschen, das sieht nicht schön aus. Also klar, es soll ja dreckig aussehen, aber es sieht ein bisschen billig aus, Eher so. künstlich. Dass das, nee, nicht mal künstlich, ich finde es einfach nur ein bisschen, ach. Es sieht halt einfach nicht so gut aus für mich. Ja. Alles Geschmackssache, ne? Aber das stimmt. Hat dich das nicht so gestört? Ist mir bei diesem Film noch gar nicht so aufgefallen. In den späteren Jahren, in diesem Film ist mir es. Ich habe mir ja gerade geguckt, mir ist es gar nicht so aufgefallen. Aber jetzt, wo du es sagst, ja. Aber. In dem Film fand ich es noch nicht ganz so störend. Nein, ich fand es jetzt auch nicht mega störend, aber es ist. Da hätte man visuell schönere Bilder kreieren können einfach. Gerade in der Ja, Farbpalette. also hat der erste Film auf jeden Fall von der Farbe besser gemacht. Finde ich auch, finde ich auch. Ja, auf jeden Fall. Hätte er, stell dir vor, er wäre in den Farben des Regenbogens gewesen. Ja, genau. Ja, wir machen es eben ganz schnell. Die Laura Hunter, diese blonde Kleine, die stirbt einfach so an der Vergasung da drin. Ja,
Den haben wir noch, dann ging's irgendwie rapide ganz schnell. Die eine, die ging in einen Raum rein, da lag eine Spritze in so eine, ja, in so eine. Ja, oben in dem Glas, das fand ich auch eine fiese Ja, Szene. und wenn sie da die Arme reinsteckt, da sind so scharfe, was war das, Glas oder so, scharf, auf jeden Fall so Ja, scharfe Kante. solche. Und die kriegt die Arme nicht mehr raus, ohne die Hände dabei eigentlich abzuhacken. Und ja, aber wie die da stirbt, sieht man auch nicht. Die schreit da nur und da wird auch gar nicht mehr gezeigt, ne? Man sieht nur, dass sie da Nee, die verblutet dann. verblutet dann. Ja, gut. Und das Fiese war ja der Xavier, heißt er, dieser Ah Muskeltyp, ja. der geht einfach nur da rein, dann denkt sie sich, oh, Hilfe, endlich Hilfe, und dann guckt er sich einfach nur die Zahl auf ihrem Nacken an und geht wieder weg. Ja, stimmt. So ein, Ja, oh der Mann. hätte auch eben nur das Glas da zerbrechen müssen und dann wäre sie ja frei gewesen. Mit seinem Ja, Baseballschläger zum der Beispiel, aber naja, hat er ja nicht gemacht. nebenbei versucht natürlich der Detective Matthews versucht ihn, den Jigsaw zu erpressen, indem er diese Pläne da und so verbrennt. Genau. Er meinte so, ja, was soll es ihnen denn bringen, wenn sie die Beweise, die sie haben, verbrennen? Damit können sie mir nicht drohen und so. Ja, und dann. Das ist auch schon, das finde ich noch eine ganz gute Szene. Und ich finde so, dass irgendwann in dem Film, wenn der Detective Matthews dann wirklich mal durchdreht und dann den krebskranken Jigsaw da durch die Zusammenschlägt. Gegend schmeißt und zusammenschlägt. Da Machtlos. sieht, da, 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 da zeigt der Film irgendwie so, ja, also Polizeigewalt kann sich schon durchsetzen, Ja, so. genau. Macht den Mund auf, macht den Eieiei. Mund auf und dann schiebt er die Pistole den in den Mund. Er ist schon, ja. Ja, und der Jigsaw sagt ja auch noch hier, ja, das ist der Detective Matthews, den man meinem Orden verliehen hat und Ja, so. genau. Aber Wie findest Schicksal wollte es halt so, dass er so ausrastet. Das war ja, ist ja sein Spiel. Das war ihm schon klar, dass das so passiert, dass er so ausrastet. Ja, dem Jigsaw ist es ja auch egal, weil der ja krebskrank ist. Ja. Er meint, sagt ja auch hier, die keinen Schmerzen, die sie mir zufügen können, die können so schlimm sein wie die Schmerzen, wenn man Krebs hat. Genau. Ja, genau, da hat er gesagt, ja. Ich fand das aber auch, das fand ich noch ganz intensive Szene gemacht mit dem, wo der den dazu verprügelt. Und dann soll er ihn halt dahin bringen. Ja, und jetzt müssen wir aufpassen, nämlich jetzt müssen wir gucken, was wir vielleicht als erstes erzählen, weil dann geht ja die Geschichte im Haus weiter und die fahren ja zu dem Haus auch hin, Eric und Sixer. Jetzt müssen wir eben kurz gucken, weil jetzt wird es ein bisschen komplizierter, ne? Wie meinst du? Ja, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, weil die sind ja am Ende im Haus, sind die doch schon mal, sagen wir mal, die sind dann nachher in diesem Badezimmer drin aus dem ersten Teil. Da flüchten die ja hin. Die flüchten ja vor diesen Am Ende sind es nur noch X3. Amanda und der Junge, der Sohn und halt dieser Xavier, dieser Muskeltyp da. Die sind als, genau, und die sind nachher in den Badezimmer aus dem ersten Teil drin. Wo, das fand ich interessant, wo da Adam da verwest, so halb verwest da liegt. Der hat es nicht geschafft, auf jeden Fall. Wer es nicht geschafft? Der Adam, der liegt doch da noch aus dem ersten Teil. Angekettet, der ist also halb verwest da, ne? Ja, der ist dann Ja, verwest. der hat es nicht geschafft. Und der Fu. Da können wir auch sehen, dass der zweite schon deutlich später spielt als der erste Teil, ne? Wenn der schon verwest Ja, so ist. halb ver. Ja, ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Spielt auf jeden Fall mit Sicherheit ein Jahr oder 2 Jahre später eigentlich. Müsste, so ungefähr, so nach der Verwesung zu sehen. Ja, und dann sind sie ja da unten und dann geht es ja nicht darum. Er will ja nicht umbringen, sagt er, er will ja nur die Nummern haben. Und dann sagt die Amanda zu ihm, ja, aber du musst deine Nummer ja auch sehen und die kann ich nur dir geben. Weil ich kann sie ja nur sehen, du siehst die ja nicht da, was hinten auf deinem Nacken drauf ist. Ja, und was macht er? Er nimmt sich ja, ein Messer und schneidet sich hinten die Haut ab und Ja, wie fandst du das? unrealistisch. Weiß ich nicht. Hielt ich nicht viel von. Weiß ich nicht. Ja, das ist ein bisschen unrealistische Ja, Szene. weil kein, das macht kein, auch in Todesangst macht das keiner. Ich hätte mit denen geredet, der hat gesagt, kommt, wir zeigen uns jetzt gegenseitig irgendwie die Nummern oder was weiß ich, aber bestimmt nicht so. Bestimmt nicht so. Vor allem, dass er auch zufällig dann natürlich genau Genau, das muss erstmal treffen. Genau. das trifft, wo die Zahl drauf Ja, ist. ja. Ja, es ist ein bisschen, na gut, es ist ja immer noch, aber es ist schon ein kleines Filmklischee, so. Ja, so das war so das Einzige, so den Film, wo ich sagen müsste, nein,
das würde kein, das passiert nicht. Das macht keinen. Ich finde, der ganze Film, der wurde ja auch, das sollte ja eigentlich gar nicht Saw 2 sein, der wurde dann umgeschrieben zu Saw 2. Das merkst du dir ein bisschen an, dass es eigentlich ein anderer Film sein sollte. Das wusste ich gar nicht, dass das eigentlich ein anderer Film sein sollte. Wusste ich gar nicht. Ja, aber ich finde, das merkst du dir ein bisschen an, so. Die Figuren sind sehr, Schwach. die sind schwach. Also es war mir egal, Da wer. sind einfach nur, zum Teil ist der Film einfach nur, Figuren gehen von A nach B und sterben nacheinander. Genau. Also, Das fand ich ein bisschen blöd. ja, mir war es auch egal, wer davon steht, weil die waren mir auch alle egal. Alle. Ja, die werden halt auch kaum, eigentlich gar nicht beleuchtet. Das sind ja keine richtigen Charaktere. Also locker drei von dieser Obi und die zwei Mädels. Ja. Aber was bei den ersten Teil immer war, die hatten immer so eine kleine Wichse noch eine Rückgeschichte irgendwie so gezeigt, warum die da sind richtig oder was mal mit dem passiert ist oder wo die wegkommen. Ja, nichts. Man wusste nur, die waren im Knast und Da das hatte ich war's. mehr Connection, da hatte ich in dem gesamten Film, hatte ich mehr Connection zu dem Typen ganz am Anfang mit der Der Maske. Michael, genau. Ja, zu dem hatte ich mehr Connection als zu den locker drei, vier Figuren, die in dem richtigen Hauptspiel drin sind, Genau. muss ich sagen. Ja. Ja, und dann. Du auch? Oder wie fandst du das? Ich hatte zu Kack. Ich hatte jetzt zu keinen wirklichen Drang irgendwie. Mich hat keiner von diesen Darstellern irgendwie oder diesen Charakter da irgendwie interessiert. Kein, außer jetzt vielleicht den Eric Matthews, den Polizisten. Ansonsten waren mir die eigentlich alle scheißegal. Ich habe nämlich, ja, eben. Ich hab aber zum Beispiel gehört von schon einigen, wo ich habe mal Reviews geguckt, Ja. dass viele vom ersten Sword sogar enttäuscht waren und dann eher den zweiten besser fanden. Weil die Atmosphäre im Haus und so wahrscheinlich einfach cool finden. Das finde ich auch cool an dem Ja, Film. Der geht gut der ging gut voran. voran. Nein, Tempo hat er. Unterhaltsam ist der Film ja auch, aber ja, aber die Figuren gefallen mir einfach nicht. Nee, man hat nicht so einen Bezug zu dem Auch Film wie dem ersten der Teil. Sohn, der macht ja nichts. Der redet der überhaupt 5 Sätze in dem Film? Ja, ich sagen war bestimmt fünf. Ja, mehr sagt er doch gar nicht. Wo die nachher rausfinden, dass der Papa, ja, das ist mein Papa, woher kennt ihr den? Ja, der hat uns eingebuchtet. Ja, und dann war das schon wieder vorbei. Dann war das Erste, was er sagte. Ja, dann ist das halt so. Das fand ich sogar, das fand ich, ich mag es, wenn Filme so da mit so einem Geheimnis spielen und dann irgendwann wird das aufgelöst und dann geht die Scheiße los. Und hier ist es auch, Ja. dass da rauskommt, der Detective Matthews hat die alle eingebuchtet. Genau. Und Und die. aber hat die Beweise Genau, gefälscht. genau. Das ist halt das Üble. Ja, Also das. so ein korrupter Polizist. Genau. Ja, das haben die ja alle, die haben alle miteinander irgendwie was zu tun. Und das wird nachher im Film dann erkennbar. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Da wird das so ein bisschen zusammengeführt. Lange nicht so intelligent wie im ersten Film, Nein, bei aber beiden es nicht. wird. Mein ersten Film hatten wir ja ziemlich Probleme, das selber erstmal alles zu verstehen, wie, wo was zusammenhängt. Weißt du das Ja, da ist der hier deutlich simpler noch? Ja, gestrickt. genau. Was ich aber gut finde, ist der Twist. Jetzt nämlich Ja, hat sich. Ja? wir müssen ja noch eben sehen, Xavier wird ermordet von den Sohnemann, wird wieder die Kehle aufgeschnitten und Ja. dann war's das eigentlich, dann sehen wir erstmal nichts mehr von denen. Und jetzt kommt ja die andere Geschichte, wo die zum Haus fahren. Ja, sie Genau. fahren zum Haus und dann ist Matthews in dem da im Badezimmer dann später, ne? Genau. Willst du es zusammenfassen? Auf jeden Fall kommt er da an. Und ja, sieht dort jemanden, also er sieht natürlich die ganzen Leichen dort hier, und dann sieht er eine Hand, da ist ja noch die alte Badewanne drin, wo damals der Adam ja aufgewacht ist, die ist da noch, und dann liegt da einer drin, man sieht aber nur die Hand und der hat so eine Art ja, Tuch oder so einen Umhang um, und er hat Angst, dass da drin ja ein toter Sohn jetzt liegt. Und dann geht er da ganz langsam hin und dann kommt wieder diese Gestalt mit der Schweinemaske raus und gibt. Wo man ja immer noch nicht weiß, wer das Ne, ist, das weiß bis man noch nicht. jetzt. Ne, das ist ja der Twist, aber den erzähle ich ja jetzt gerade nicht. Aber dann kriegt der Eric Matthews da so eine Spritze reingeschoben und er fällt um und fällt dann in so eine Art Koma. Und dann ist die Szene auch erstmal vorbei. Und dann geht's ja weiter in der Lagerhalle da. Wo die dann merken, dass das Ganze doch erst, dass das aufgenommen war, was sie gesehen haben.
Dass es aufgenommen war? Ja, das war aufgenommen. Die anderen, da ist ja noch so ein SWAT-Team zum anderen falschen Haus hingefahren und da haben die auf Stopp gedrückt, das war aufgenommen. Das war alles schon passiert. Das ist auch übel. Ja, das war nicht live, was die gesehen haben. Aber ich meine, das ist jetzt auch nicht der Twist, der mich umgehauen Nee, hat. nee. Ich meine, der wirklich finale Twist ist ja eigentlich, dass die Amanda sich quasi jetzt mit Jigsaw verbündet hat. Und die Person unter der Schweinemaske war halt Amanda. Genau. Und Und das. dann hast du, ich finde, das finde ich so geil, immer wenn die Musik losgeht und dann alles so Ja, Puzzle zusammengefügt wird. zusammengefügt wird, ja, und mit der Zornmusik so, das ist schon cool. Das ist auch hier cool. Ja, und da kommen diese Rückblenden, da kommen endlich mal vernünftige Rückblenden, wo man sieht, wie die beiden sich dann zusammengetan haben. Und das fand ich cool. Also der Mörder, Killer und dann die Amanda, die sich dann da kennengelernt, also wie die dann zusammen Sachen gemacht haben und so. Was auch, man könnte diesen Twist sogar erahnen. Eigentlich schon. Weil diesen Twist könnte man erahnen, weil Amanda das Gegengift schon in sich hat, weil die hustet nie Blut oder Und die, sowas. genau, und die war, die anderen, die waren ja alle so schlapp und liefen da so rum wie so Zombies und sie nicht. Und sie wusste am Anfang direkt, die hat doch diese Steine, dieses Mauerwerk da so eingedrückt. Und da war doch irgendwas drin. Ja, das wusste sie ja auch Das wusste die auch direkt. so. Eigentlich konnte man da schon ahnen, ah, irgendwas ist mit der nicht in Ordnung. Aber ja, ahnen die Figuren ja auch, aber die sind so dämlich und fragen dann nicht weiter und haken dann nicht drauf Ja, ein. eigentlich sind die Leute dumm in diesem Haus. Einfach nur dumm. Ja, ist wirklich so. Ein Twist haben wir ja noch. Welchen meinst du? Was ist denn mit dem Sohn? Der am Ende geht doch, das ist doch irgendwie diese 3 Stunden sind doch vorbei und da öffnet sich keine Tür im Haus, sondern da öffnet sich doch dieser Safe, wo die ganzen Polizisten noch sind und da ist auch der Sohn drin. Ja, stimmt. Genau, er hat überlebt. Ach ja, ja. Daran merkt man auch, dass es eine Aufnahme war, Ja, genau. die gezeigt wurde. Genau. Das ist auch fies, Ja, ne? da war auch fies. Und er endet ja eigentlich mit einem Cliffhanger. Und durch dieses Spiel, das Ende ist schon clever, dass so Wirt Matthews in die Falle gelockt. Ja. Das ist schon clever. Das ist, finde ich, schon wieder clever Ja. inszeniert. Ja, er, Also durchdacht. genau. Er wollte ja auch, dass der Eric Matthews den dazu zwingt, ihn, also den Jigsaw-Killer, dazu zwingt, dass er ihnen das Haus zeigt. Und er wollte ja auch, dass er da hingeht zu diesem Haus. Das war alles vorher geplant. Der wollte den eigentlich nur so richtig provozieren, dass er auf ihn losgeht. Das war eigentlich sein Ziel mit seinem Gelaber da. Ja. Hatte ich so das Gefühl, dass das so. Am Ende hat man dann Matthews in dem Badezimmer aus dem ersten Teil. Und die Amanda sagt Game Over und dann ist der Film zu Ende. Und man sieht einfach nur, wie Jigsaw verletzt im Van sitzt und lacht. Ja, genau. Und das ist schon ein fieses Ende. Und ich finde, das Ende macht auch Lust auf den dritten Teil. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich weiß Man muss ja sowieso sagen, die Saw-Trilogie ist ja quasi. Die Trilogie ist ja in sich geschlossen und dann ging es ja weiter. Ich weiß ja damals, wo der zweite Teil rauskam, da waren alle so gehypt drauf. Alle fanden den ersten Teil so toll und dann kam der zweite Teil ja ein Jahr später direkt. Also, die haben ja nicht lange gewartet, den Film zu drehen. Und der dritte Teil kam, glaube ich, auch noch direkt hinterher. Ich weiß nicht, wie erfolgreich dieser Film war, aber ich glaube, der war mega erfolgreich, der zweite Teil. Mega erfolgreich. Da war so ein Film, wo alle drauf gewartet haben. Weil der erste war so, ich sag mal, der erste Teil war ein Meisterwerk. Wie fandst du denn jetzt Saw 2 so insgesamt? Wenn ich jetzt so nach Letterboxd, ich gehe jetzt einfach mal von der Bewertung von Letterboxd aus, würd ich Ja. den Film, ja, der hat mich gut unterhalten, da waren tolle Kills bei, er war auch noch nicht ganz übertrieben, die anderen wären noch schlimmer. Ja, stimmt. Den letzten habe ich 4 gegeben, dann gebe ich den jetzt 3,5. Ist viel 3,5, ne? Aber ich gebe ihm trotzdem 3,5. Ich fand den, ich hatte zu keinem wirklich einen Bezug. Ich finde so am Ende. Das Finale ist so, da geht der Film echt, da nimmt der Film ordentlich an Fahrt auf, das hat mir dann Spaß gemacht. Aber so die erste halbe Stunde, sogar vielleicht bis erste 40 Minuten, finde ich relativ, bis auf ein paar Highlights, relativ lahm. Und das Beste, an das ich mich halt erinnern kann, sind wirklich die Fallen. Vor allem das mit den Spritzen und auch das mit dem Ofen fand ich cool. Auch das Anfang. mit der, wo sie da durchgreifen muss und dann da sich verhakt, Ja. um da das Gift zu bekommen, das fand ich auch fies. Also der ist auch deutlich grafischer inszeniert, finde ich noch, als der ist deutlich brutaler als der erste Teil, auf Ja, jeden ja, Fall. ja.
Aber deswegen ist es halt noch lange nicht der bessere Film. Nein. Fand den ersten viel spannender. Gib dem so 2,5, so 5 von 10. Oh, okay. Finde ich halt eher einen relativ durchschnittlichen Thriller. Okay. Ja, das ist, kann man so machen. Also, würde ich so unterschreiben, aber ich gebe ihn trotzdem 3,5. Also, Das ist okay. ja, genau. Dann würde ich sagen, war's das? Genau. Ich freue mich noch. Möchtest du noch irgendwas Ich sagen? freue mich auf den dritten Teil. Ich bin heiß jetzt gerade. Ja, ich habe den dritten auch noch gut in Erinnerung. Also, dass er gut war. Gut, Ja. würde ich sagen, schaut bei Björn Schwarze vorbei, abonniert uns auf YouTube, gebt einen Daumen nach oben, folgt uns bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Instagram, Twitter, Facebook. Das war alles, oder? Das war alles, das war alles. Und folgt auch Björn Schwarze gerne. Ja, kommt mal vorbei. Und dann würde ich sagen, dann hören wir uns das nächste Mal irgend bei einer anderen Folge oder halt beim Talk zu Saw 3, der ja doch, das, der dritte war ja so der, wo das wirklich angefangen hat, richtig brutal zu werden. Ist, glaube ich, der einzige, der richtig indiziert war. Gut, dann würde ich sagen, war's das? Und dann hören wir uns das nächste Mal beim Filmcafé. Bis dann. Ciao.